Ich habe einen von Renrocks Bohrern in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Lodgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn finden. Deke hat aufregende Neuigkeiten. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee. In der Tat. Deke weiß, dass Sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Na, dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Jetzt ist alles gut. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Pass auf dich auf. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein.
wieder mal auf Abenteuertour? Die sahen auch. Das war die beste Mahlzeit seit langem. Das meine ich ernst. Ich brauche dich ja jetzt nächste Woche. Was haben Sie jetzt? Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Incendio! Bombarda! Könnte der Phönix da drin sein? Incendio! Incendio. Du hast gesehen, wie viel eine einzelne Feder einbringt. Stell dir den ganzen Vogel vor. Ach, ich hätte im Schloss bleiben sollen. Kotzringo! Incendio! Bombarda! Protego! Cozio! Expelliarmus! Der hat Kotzringo! Incendio! Defendo! Imperium! Willst du etwa noch mehr? Cozio! Den Kobold! Defendo! Wingardium Leviosa! Du hast viele meiner Freunde umgebracht. Und das wird. Confringo! Ich sollte. Cozio! Das wirst du bereuen!
Ich weiß, Imperium. Defender. Verfrinken. Crucio. Hilfe! Excalibur. Confringo! Die Tierwesen sind jetzt sicher. Incendio! Können doch fliegen, oder? Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Brockboro ist nur dafür bekannt, dass dort jemand einen Haustroll hat. Pinnelnikus Totalus. Tierwesen sind da, um gegessen zu werden. Er ist schwach. Ja, wirklich. Wann hat er sein letztes Tierwesen gefangen? Er streichelt die Dinger doch nur. Petrificus Totalus. Revelio. Der Phönix. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt.
Da ist er wieder. Ins Handy. Ins Handy. Kruzio. Bombarda. Kostrinko. Trinko. Imperium. Hippogreif gestohlen. Ist mal entkommen. Imperium! Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Das ist kein fairer Kampf! Kruzio! Defender! Incendio! Konfringo! Komm! Bombarda! Du machst mich nur weg! Konfringo! Konfringo! Bombarda! Was war? Expelliarmus! Das war schmerzhaft. Ja. Ortego! Confringo! Leviosa! Defindo! Imperio! Kruzio! Mama Kedava! Atlantio! Defolto! Leviosa! Inspektor da! Ortego! Ich weigere mich so behandelt zu werden! Grazio! Was tust du da? Bombarda! Ich bin nicht deine Marionette! Confringo! Kruzio! Guter Trick! Bombarda! Confringo! Nein! Defindo! Imperium! Confringo! Das war für Wolkenschwingen. Revelio. Ins Handy.
Bombarda! Revelio! Hallo. Ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Arresto Momento. Er scheint mich begleiten zu wollen. Ob er wohl im Schnappsack rein? Bringen wir dich zum Raum zurück. Deke wird sich freuen. Sieht interessant aus. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir. In Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deke kann es kaum erwarten. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und
auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deek Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deek sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deek wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen.